Was wäre wohl, wenn die Sonne nicht wäre? Mal abgesehen davon, dass wir dann gar nicht da wären, wäre es dunkel auf der Erde. Dunkel und kalt. Denn obwohl die Sonne, unser Zentralgestirn, rund 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, gestaltet sie unser Klima maßgeblich. Das Prinzip Fernwärme im großen Stil. Obwohl die Distanz riesig klingt, ist das Licht gar nicht so lange unterwegs. Nur 499 Sekunden, um genau zu sein. Klar, es reist schließlich mit Lichtgeschwindigkeit. Mit rund 300.000 Kilometern pro Sekunde. Wir bräuchten für die gleiche Distanz rund 4.400 Jahre, also zu Fuß. Obwohl der Mensch der Sonne niemals wirklich nahe kommen wird, wissen wir eine Menge über sie. Dank des Hubble-Teleskops zum Beispiel, das einsam seine Runden im Weltall dreht und fleißig Daten und Bilder zur Erde funkt. Wir wissen, wie groß die Sonne ist, rund 1300 Mal größer als die Erde. Wir wissen, wie schwer sie ist, 333.000 Mal schwerer als die Erde. Und wir wissen, woraus sie besteht. Nämlich zu 73,5% aus Wasserstoff, zu 25% aus Helium und zu 1,5% aus unzähligen schweren Elementen, wie zum Beispiel Eisen und Co. Die Energie der Sonne entsteht im Kern. Hier fusionieren sekündlich 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 560 Millionen Tonnen Helium. Die rund 4 Tonnen Massedifferenz pro Sekunde ergeben eine Gesamtleistung von 3,7 mal 10 hoch 26 Watt. Aber das kann natürlich nicht ewig so weitergehen, denn auch wenn die Sonne riesig ist, irgendwann wird aller Wasserstoff in Helium umgewandelt sein und die Fusion im Kern der Sonne wird zum Erliegen kommen. Dann ist der Ofen aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, wird sich die Sonne dann auch noch extrem ausdehnen und zu einem sogenannten roten Riesen werden. Die Sonne ist dann wirklich zum Greifen nah. Auch wenn längst niemand mehr da sein wird, der greifen könnte. Auch wenn das alles furchtbar dramatisch klingt, universell gesehen ist unsere Sonne nur ein ganz kleines Licht. Irgendwo ganz weit außen auf einem Seitenarm unserer Galaxie, der Milchstraße. Und außerdem wird die Sonne, da sind Forscher sich einig, noch mindestens 4 Milliarden Jahre scheinen. Und wir können ihr dabei zusehen. Und dank des SDO, des Solar Dynamics Observatory der NASA, auf eine wundervolle, nie dagewesene Art. Also, genießen Sie die nächsten 4 Milliarden Jahre Sonnenschein. Aber bitte, benutzen Sie Sonnencreme.